Spritzgebäck ist ein absoluter Klassiker in der Adventszeit und darf daher nicht in der Keksdose fehlen. Die Kekse sind super zart und einfach nur lecker. Wenn ihr eure Keksdose weiterhin befüllen möchtet, dann bleibt dran, denn jetzt geht es los mit den Zutaten. Wir brauchen Mehl, weiche Butter, Puderzucker, Eigelbe, eine Prise Salz und etwas Vanilleextrakt. Die Butter in eine Schüssel geben und den Puderzucker hineinsieben. Das Ganze wird dann schön cremig gerührt. Die Eigelbe sowie das Vanilleextrakt einrühren. Dann das Mehl ebenfalls hineinsieben und die Prise Salz dazugeben. Das Ganze schön unter die Masse rühren. Den Teig in eine Gebäckpresse oder in einen Spritzbeutel, am besten aus Silikon, mit Sterntölle füllen und dann auf das Backblech Kekse bzw. kleine Gebäcke drauf spritzen. Wer keine Gebäckpresse oder einen stabilen Spritzbeutel hat, nicht traurig sein. Jetzt kommt mein Tipp an euch. Schnappt euch eine Spritztülle und nehmt etwas von dem Teig in die Hand. Drückt dann den Teig mit den Fingern durch die Tülle. Jetzt könnt ihr mit den Händen eine Form geben. Mir ist vor Jahren mein Spritzbeutel beim Spritzgebäckspritzen mal kaputt gegangen und dann kam ich auf die Idee, den Teig einfach mit den Händen durch die Tülle zu drücken. Klappt wunderbar und viel einfacher, weil man dabei nicht so viel Kraft braucht. Wollte euch daher die einfache Variante nicht vorenthalten. Wer einen Fleischwolf mit Spritzgebäckaufsatz besitzt, kann es gerne auch damit zubereiten. Aus den Zutaten bekommt man ca. 2 bis 3 Bleche voll. Die Kekse nun im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft oder aber bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 10 bis 12 Minuten goldgelb backen. Die Kekse schön auskühlen lassen. Dann könnt ihr die Kekse entweder so lassen, mit Puderzucker bestäuben oder zum Beispiel mit geschmolzener Schokoladenkuvertüre und Nüssen garnieren. Übrigens halten sich die Kekse in einer luftdichten Keksdose mehrere Wochen frisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch nun viel Spaß beim Nachbacken und natürlich beim Naschen.